Hi Leute, das ist Sanu hier. Für alle, die Bock haben, beziehungsweise die keinen Bock haben, auf Recoil und schnell nachladen wollen, extrem schnell nachladen wollen, extrem schnell die Waffen wechseln wollen, extreme Stabilität haben wollen, extreme Präzision und ja, generell alles gepackt in über 80% Waffenhandling. Ihr bekommt hier mit diesem Vindicator-Build einen absoluten Laser. Das macht auf seine Art und Weise richtig, richtig Bock. Wenn man wirklich, kann man tatsächlich kaum zeigen, das muss man spielen. Das ist, so viel Waffenhandling ist schon, ja, ist schon geisteskrank. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo-Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt packen wir den Laser mal aus. Thank you.
So, dieses Bild ist ein bisschen anders. Und ist tatsächlich entstanden aus einer schönen Kooperation mit Dänen, der weiß Bescheid, dass ihr ist ja tatsächlich aus diesem das etwas andere Sniper-Bild, ne? Das Asse-8-Bild, was wir gebaut haben mit der grausamen Anordnung. Und weil die halt so stabil ist und man dort auf Stabilität, auf Waffenhandling gegangen ist, daraus resultierend ist dann hier die Variante für die Vindicator geworden. Weil die Vindicator, wie ich auch finde, ein sehr, sehr cooles Gewehr ist, ein sehr, sehr geiles Gewehr ist, was einen gewissen Spielstil an den Tag legt, wo man halt auf Gegner schießen muss, beziehungsweise man bekommt Gegner angezeigt, die Schwachstelle der Gegner, sei es Kopf, sei es Brust oder sei es die Beine, die werden grün hervorgehoben, was auch geil ist, wenn man geblendet wurde oder wenn es einfach dunkel ist und die beschissensten Witterungsverhältnisse im Spiel herrschen. Kein Problem für die Vindicator, ihr guckt einfach durch und ihr seht die Gegner. Dahingehend ist es absolut nice. So, wir fangen mit der Spezi an und da haben wir den Richtschützen genommen, ganz klar wegen dem Waffenhandling. Ja, 10% Waffenhandling, während sie sich nicht bewegen, sie müssen eine Sekunde lang bewegungslos verharren. Ja, ne, nach jedem dritten Nachladen nochmal 50% schneller, eh schon auf die 90% Nachladetempo, ist absolut bekloppt. Den Banshee-Puls, wenn man den spielen will, den Todesfee-Puls, den kann man dann natürlich auch super mitnehmen. Ansonsten bekommt man Munition zurück, die eh recht gering ist, wenn man mit Gewehr spielt. Und ja, wie gesagt, das Waffenhandling, Feuerrate erhöht sich nach einem Kill auch nochmal. Ist auf jeden Fall, Richtschütze ist eine super, super Spezialisierung dafür. Ihr seid nicht 100%ig dran gebunden, könnt gerne auch eine andere nehmen. Aber das ist so das, was in den Tests so mit mir am meisten Spaß gemacht hat. So, der eigentliche Aufbau von dem Bild, beziehungsweise gehen wir erstmal auf die Waffe an sich. Vindicator, ihr bekommt die im NSA-Shop. Hier, wenn ihr im Descent-Modus da, wenn ihr den spielt, 350 Credits kostet sie. Schaut, dass das wechselt wöchentlich, welches dritte Talent so drauf hat. Und somit könnt ihr schauen, dass ihr die perfekte Variante für euch da rauszieht. Im Moment ist es Stand jetzt eine mit Schaden gegen ungedeckte Ziele. So, aber was macht die? Wie gesagt, wir hatten es eben schon angesprochen. Das Ganze hat ganz spezielles Talent. Ortiz Stürmerschnittstelle beim Anvisieren markiert die Waffe einen zufälligen Körperteil vom Gegner, also entweder Kopf, Brust oder Beine. Und die Waffe erhöht den an markierten Körperteilen zugefügten Waffenschaden um 40%. Das macht richtig schön Aua. Lässt sich richtig gut spielen. Was sie aber hat, ohne das Bild jetzt, ist einen ganz ordentlichen Kick. Das heißt, man muss da ein bisschen gegensteuern, muss den mit einbeziehen, kann dadurch natürlich nicht so schnell nacheinander feuern, weil man dann unpräzise wird und wie gesagt, da kommt das Bild ins Spiel. Als Zweitwaffe und als Handfeuerwaffe könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Dadurch, dass wir extrem hohes Waffenhandling haben, bietet sich natürlich nahezu jede andere Waffe an. Empfehlen würde ich aber euch eine für den Nahkampf. Das ist entweder eine schöne Pumpe, wenn Gegner mal zu nahe kommen sollten, oder halt hier eine schöne SMG wie Zorn, Emily's Wächter, eine Dark Winter oder irgendeine andere SMG. So, kommen wir zum Bild. Und da ist Dreh- und Angelpunkt der Ninja-Bike-Rucksack. Der Ninja-Bike-Rucksack vervollständigt Sets, beziehungsweise gibt uns einen Bonus on top. Ne? Heißt, wenn ihr einen Teil tragt, bekommt ihr 2 durch Ninja-Bike. Durch 2 bekommt ihr 3 und so weiter. Ne, er erfüllt quasi immer die Voraussetzungen für den entsprechend höheren Teilebonus. So, wie in dem Fall, und jetzt kommen wir zu dem Rest, wie in dem Fall von unseren Items, die wir hier tragen. Auf der Maske habe ich eine Providence Defense. Werte seht ihr auch hier. Die geben uns durch den Ninja Bike Rucksack 15% Kopfschussschaden, was okay ist, wenn der Kopf markiert wird. Wenn er nicht markiert wird oder ein Gegner ist an den Beinen markierbar und ihr könnt ihn gerade nicht da treffen, dann ist ein Kopfschuss eh die beste Variante. Dann nehmen wir die 15% natürlich mit. 2 Teile Bonus durch Ninja Bike sind 10% Chance auf Crit. Die brauchen wir auch dringend. Und den Rest seht ihr hier.
Dann gehen wir zu den Handschuhen und das sind die Dienstleister-Handschuhe von Petrov Defense. Da haben wir das erste Teil, was uns nochmal super Waffenhandling mit dazu gibt. Und zwar sind es 15% durch den Ninja-Bike, dadurch, dass wir den Zweiteile-Bonus kriegen. LMG-Schaden interessiert uns nicht so, könnte man als Zweitwaffe überlegen, aber da wären wir wieder bei der Sache mit dem Nahkampf. Ne? So, rollt das Ganze hier. Dann gehen wir zu den Knieschonern. Hier haben wir die Gebet des Fuchses Knieschoner von Overlord Armaments. Die, und da tragen wir zwei Teile von, weil es absolut perfekt geile Stats sind für das Bild. Und zwar haben wir 10% Gewehrschaden, passt super rein, die Vindicator ist ein Gewehr, bekommen 30% Präzision und top auf das Waffenhandling und haben 30% generell Waffenhandling. Ne? Ihr wisst, falls ihr es nicht wisst, unter Waffenhandling fällt alles, ne? Stabilität, Nachladetempo, Präzision, jeglicher Stat, den ihr euch vorstellen könnt, was das angeht, fällt unter Waffenhandling. Ähnlich verhält sich das mit Fertigkeiten, Effizienz und den ganzen Sachen für Fertigkeiten, ne? Fertigkeiten, Dauer, Schaden etc. Das heißt, Waffenhandling gar kein so schlechter Stat. Ne? Ich war eh immer so ein Befürworter von dem Stat und hier werdet ihr auch gleich sehen, ja, was, wenn man versucht, das Maximum da rauszuholen, was da möglich ist. Wie gesagt, zwei Teile. Auf das zweite Teil kommen wir jetzt zu sprechen. Und das ist eine, da habe ich ein bisschen gebraucht, um die zu bekommen. Ihr seht, sie ist nicht perfekt. Ich hätte sie gern mit, na klar, wahrscheinlich muss das noch ausmaximieren, aber wahrscheinlich werde ich mir versuchen, eine neue zu farmen, weil ich will als Attribut keinen Kopfschussschaden. Am liebsten wäre mir kritischer Treffer Schaden da noch drauf, statt dem Kopfschussschaden. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist unser zweites Teil, was wir brauchen, um mit dem Ninja Bike den 3-Teile-Bonus zu bekommen. Als Talent ist Fokus. Fokus funktioniert jetzt endlich mit der Vindicator. Man braucht ein 8-fach-Visier, das hat sie drauf, das war vorher verbuggt. Und das Talent Fokus erhöht den gesamten Waffenschaden um 5% für jede Sekunde, die man mit 8-facher oder höherer Vergrößerung zielt. Bis maximal 50%. Richtig geil. Erfordert eine Zieloptik mit mindestens 8-facher Vergrößerung. In dem Fall, wie gesagt, haben wir es mit der Vindicator. Das sind die zwei Teile und dann kommen wir zu einem Teil Hotshot. Der Heißsporn-Holster bietet uns für zwei Teile, in dem Fall ein Teil reicht für den Ninja-Bike, 30% Scharfschützen-Gewehrschaden, der ist jetzt wurscht, aber nochmal 30% Waffenhandling. Da könnte man natürlich überlegen, ob man dafür eventuell was anderes nehmen möchte, aber das war komplett aufgebaut auf dem Waffenhandling, deswegen ist das eine Teil hier absolut perfekt. Das war's dazu. Die Skills, im Prinzip könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe hier Drohne und Geschütz einfach, weil so ein bisschen Druck, ne, von, ich nehme eh gern eins von beiden, weil es den Druck vom Team nimmt, den Druck von einem selbst, besonders bei Fokus. Wenn man Fokus spielt, muss man eh lange, ein bisschen länger in der Zieloptik bleiben, damit Fokus sich komplett aufgebaut hat und man will ja so lange drin bleiben wie möglich, um den Bonus so lange aufrecht zu erhalten, wie es geht. Und da passen die beiden halt super rein. Ne? Die lenken ab, die machen noch ein bisschen Zusatzdamage. Und das war's. Ne? Gehen wir mal rüber zu den Werten. Schauen wir uns die noch an. Seht ihr hier, dass wir bei 50% Chance auf Crit sind. Höher komme ich auch so nicht. Man müsste versuchen, ein bisschen was anders zu basteln, aber 50% ist absolut in Ordnung. Das passt auf jeden Fall, sollte auch das Minimum sein, was ihr generell in Builds mit reinbaut, sobald ihr auf Waffenschaden geht. Die Schaden durch kritische Treffer wäre ein Tick höher, ne? Wäre dann bei 110%, wenn wir die Brust noch umgewürfelt hätten, was super ist. 100,3% Kopfschussschaden, dadurch, dass wir das andere drauf haben, das ist nicht ganz so wichtig, der 8% Rüstungsschaden hier. Dann kommen wir zu den lustigen Sachen mit 90,5% Nachladetempo. Das ist absolut bekloppt. 135, dadurch, dass wir die extra Präzision haben. 135,5% Präzision. Da bescheuert. 105,5% Stabilität. Waffenwechseltempo liegt bei 80,5%. Genau generell wie das Waffenhandling, was alles andere noch pusht, bei 80,5%. Richtig geiler Scheiß. Wie das Ganze aussieht, werden wir gleich unten am Schießstand nochmal zeigen. Ich meine, im Gameplay habt ihr das eh ein bisschen gesehen. Aber da gehen wir gleich nochmal genau drauf ein. Den Rest seht ihr dann von den Stats hier. So,
Damit ihr auch seht, dass ich euch nicht verarsche hier. Wenn ich das Ganze ein bisschen höher machen, damit ihr genau seht, worauf es hinausläuft. Gehen wir mal auf 10 Meter, obwohl das wurscht wäre. So, zoom ran. Seht ihr, dass unten Fokus sich aufbaut. Zum Glück. Und dann, gehen wir mal auf den Kopf hier. So, wir müssen mal positionieren. Und dann seht ihr hier, das extra mal die Finger weg. So. Das ist, Was soll ich sagen? Da kannst du eigentlich schlafen gehen. Wenn du da einschläfst, habt ihr das Nachladen gesehen? Aber so schnell, musst du aufpassen, wenn du mit den Augen blinzelst, dass du das noch irgendwie mitbekommst. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das macht's während dem Spielen auch total nice für Gegner, die einen Schwachpunkt haben, der sich vielleicht normalerweise ein bisschen schwerer zu treffen lässt. Und Und ihr könnt, wie gesagt, absolut durchspammen, ne? Wenn ihr da einen richtigen Triggerfinger habt, hier. Ja. So schnell kann ich gar nicht drücken. Früher konnte ich mal richtig schnell drücken bei Track and Field und so. Geht gar nicht. Aber für Leute, die da richtig schnell drauf drücken können, oder die unsere PC-Spieler, die mit der Maus spielen, die können richtig schön drauf hämmern. Aber die brauchen so viel Waffenhandling nicht, ne? So, ja. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das ist auf jeden Fall die absolute Lasermeter. Ja, wenn ihr Bock drauf hat, haut mal in die Kommentare rein. Wenn ihr da bauen könnt, Bock drauf habt, spielt's mal und gebt mir definitiv Feedback. So. Ich sag viel Spaß, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.